Okay. Vorbereiten, vorbereiten. Schlüssel nehmen und einfach ganz schnell rauslaufen. Wie jetzt? Da passiert nichts. Nö. Ha. Das ist jetzt irgendwie komisch. Aber gut. Das heißt, du kommst dahin. Was haben wir noch? Wir haben da eine Ecke, wo wir nicht waren. Ja, komm, da gucken wir kurz hin. Da wird wahrscheinlich nichts sein, aber sicher ist sicher. Warum liegen so viele Pfeile auf dem Boden? Genau, hier hinten. Du weg. Schalter ist hier auch keiner. Nö. Guti, das heißt, wir haben noch die Rätsel da, die wir nicht so wirklich lösen können auf Anhieb. Hier, wenn wir da runterspringen, dann wegen wir hier. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Warum zähle ich bis 17? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Auf der Linie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hier oder da. Ja, nee, das kommt nicht so ganz hin. Die Treppe führt dahin. Kommen wir hier irgendwo hin? Nö, wenn wir da runterspringen, landen wir da. Na gut. Licht an. Und zur Treppe nach unten. Dann gucken wir mal ins Gefängnis. Level up. Oh, sehr schön. Nimm, nimm, nimm. Luftmagie, hm? Oder ein Willpower. Ne, komm, mehr Schaden ist mal gut. So. Das Ding, was ein Bau ist. Ja, es ist ein Bau. Das gab es im Original ja in der Form nicht. Glaube ich zumindest. Aber hier ist bestimmt noch was. Aber ja, ich will jetzt runter gucken ins Gefängnis. Was genau da jetzt noch passiert. Ich hoffe einfach mal, wir haben die Möglichkeit, später noch zurückzukehren. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch in die Fighter-Challenge reinschnuppern. Das könnten wir zwar theoretisch jetzt auch machen, aber ich bin neugieriger darauf, was hier unten ist, als auf das, was da hinten ist. Außerdem müsste ich denn jetzt pausieren und da ganz hochlaufen. Und da habe ich nicht so Lust zu drauf. Also, essen. Du musst auch noch was essen. Jetzt sagt nicht, wir haben wieder kein Essen. Es sieht fast... Warum hast du einen Schädel dabei, du komisches Weibsbild? Ah, da ist was zu essen. Es hat auch keiner mehr Hunger als du. Aber sie ist kurz davor. Aber gut. Blitzstrahl, Feuerball. Auch wenn am Anfang, glaube ich, nicht direkt was kam. Außer den Zwischenzugänz. Du bist jetzt sehr nah dran. Stimmt, wir schlafen gar nicht. Das war so ein nettes Nebendetail. Ich muss jetzt nicht mehr warten, bis du schläfst. Kein bisschen unheimlich. Vor langer Zeit haben sie das Portal geschlossen, indem sie den Mechanismus zerbrochen haben. Es ist hier, in der Nähe. Finde es. Das... Nee, nicht wirklich. Oh, und es sind sofort Gegner da. Aber der Mechanismus, von dem unser guter Freund hier spricht, ist doch der Würfel selber. Der Würfel selber macht das Portal auf. Das Portal geht auf, als wir es kaputt gemacht haben. Die ersten beiden Playthroughs. Aber ja, gucken wir mal. Erstmal würde ich jetzt gerne nicht sterben. Nicht sterben wäre echt toll. So. Feuer. Da kommt der nächste. Wir müssen richtig vorsichtiger sein.
Da hinten ist schon wieder so ein Eisengolem. Aber der scheint nicht aktiv zu sein. Zack, zack. Das Artillerieduell gewinne ich. Solltest du eigentlich mal langsam lassen. Hä? Also ich weiß mit den Eisdingern nicht ganz richtig. Wir fischen uns andauernd, obwohl wir gar nicht da stehen, wo das Ding hier hingezielt hat. So, da ist Nummer 3. So, das hat gerade geflackert, das Schild. Ist das normal gewesen? Ah, okay. Man sieht sogar optisch, wenn das Schild versagt. Das ist ja cool. So, ich noch einmal. Wir haben noch schätzungsweise 2 Feuerbälle. Dann haben wir ein Problem. Runterspringen wollte ich jetzt nicht. Weil da unten sind spinnende Fliegen. Oder fliegende Spinnen. Das heißt, wir gehen einfach hoch. Dann nochmal hoch. Und dann war hier doch gleich ein blauer Kristall. Genau. Dann sparen wir uns nämlich das Schlafen. Schlafen ist momentan nicht so wirklich unser Freund. Wegen dem Essensproblem. Also ja, wir können jederzeit nach oben gehen zu dem Pilzraum oder dem Schneckenraum oder dem anderen Raum, wo Essen drin ist. Aber nö, ich will jetzt Mönche töten und gucken, was da unten ist. Weil die ganzen nachfolgenden Level, ne? Also eigentlich war 12 das vorletzte und unten 13 war eigentlich nur das, wo man den Schrott aufsammelt. Jetzt kommt aber noch das hier und das da. Also ja, ziemlich gespannt. Zumal die Rätsel auch immer interessanter werden. Also das mit dem Hin- und Zurückwarpen da, mit dem rückwärts gezogen werden quasi, ist richtig geil gewesen. So, hier haben wir eine abgeschlossene Tür. Ich glaube, da kamen wir erst dran, wenn der Würfel aktiv wird. Da hatte ich mich beim ersten oder zweiten Playthrough schon gewundert gehabt. Und wurde dann in den Kommentaren aufgeklärt. Mönche sehe ich schon mal keine mehr. Und hier war ein Teleporter. Hier ist der Ausgang später. Oh, stimmt, es gab doch noch eine Etage. Da, wo die Geheimwaffe war. Also gibt es doch keinen neuen Content hinten dran. Das wäre schade. Na gut, markieren wir das hier mal ganz kurz. Teleporter. Mhm. So, weiter schleichen. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hallo? Nicht die hellsten, ne? Ping. Autsch, der knallt immer gegen den Würfel. Nicht schön. Vielleicht können wir den Würfel so auch zerstören. Durch Eisengolems, die gegen ihn laufen. Wow. Das war schneller als erwartet, Jungchen. Das machst du nie nochmal. 9. Boah. Das können wir den ganzen Tag machen, aber. Ah, na, also. Hallo? Sie haben den Mechanismus zerstört. Mhm. Sie haben es auseinandergenommen, um das Portal geschlossen zu halten. Was? Ach so, er redet gar nicht von dem Portal, also das leuchtende Ding, was ganz am Ende passiert, nachdem die Heldengruppe den Würfel umbringt. Er redet von dem Portal hier im Raum. Oder? Also das, was ich gerade markiert habe auf der Karte. Verwirrend. Aber es kann immer noch repariert werden, ich weiß wie. Um das Portal wieder zu öffnen, musst du die fehlenden Teile finden. Es fehlen 4 Teile. G. Mhm.
So, jetzt würde ich gerne nicht in einer Ecke stehen. Weil jetzt hat noch mehr Viecher gespawnt, weil wir mit dem Würfel gesprochen haben. Warum auch immer. Und wir sollten Essen mitnehmen und nicht durch die Gegend werfen. Fällt mir auch mal gerade so auf. Hier war die eine Tür, wo ich geredet hatte. Da müsste hier der Ausgang sein. Ja, sehr schön. Mit dem Rücken zum Ausgang kämpft sie es gleich viel besser. Komm mal zurück. Komm mal her. Sind das zwei? Komischen Eisstacheln wieder. So, bleib stehen. Ist mir irgendwie ein bisschen zu albern. Ah, schon besser. Oh. Ach ja, Giftbolzen von seinem Kumpel in den Rücken, Schwert von vorne ins Gesicht. Kein schönes Ende. Falsch. So. Jetzt müssen die Nahkämpfer ran. Die sind hier inzwischen auch ziemlich gut. Ich hoffe immer noch drauf, dass er demnächst ein Level-Up bekommt. Was ich glaube ich aber abschmieren kann. War das vorher auch schon so? Ich kann mich nicht an so einen zentralen Raum erinnern mit einem Dropshaft. Also mit einer Fallgrube. Okay, nochmal nach oben. Ihr Licht sollten wir kurz anmachen. Blauen Kristall antatschen und weiter schnetzeln. Und sobald es da oben einigermaßen frei ist. Oh. Na komm schon. Nee. Dann halt doch schlafen. Und? Nö. Nee. Und? Nee. Okay, lass es einfach durchtickern. Das mit dem Essen kriegen wir schon hin. Entweder finden wir unten im Dungeon noch was. Also in der Ebene unter dem Würfel. Da lag ja recht viel Zeug rum. Oder ich mache echt eine Folge zwischen den Folgen, die ihr nicht seht, wo ich einfach noch hochlaufe, Essen einsammle und wieder runterlaufe. Und vielleicht auf dem Rückweg vor der Fighter Challenge stehen bleib. Jetzt bist du natürlich an. Ja, ich drücke dich jetzt mal nicht, damit ich dich für später hab. So, runter. Schon mal vorbereiten. Zack, 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 zack. So. Also, gehen wir diesmal links rum. Genau. Zwei Mönche und ein Golem. Das kann lustig werden. So. Oh. Zwei Mönche und zwei Golems. Was passiert, wenn ein Golem uns anstürmt und so ein Mönch im Weg ist? Das würde ich mal richtig gerne ausprobieren. Das könnte sogar klappen. Komm, dreh dich. Jetzt bist du tot. Warum bist du tot? Ich wollte doch rumexperimentieren. Na gut. Dann stirb halt. Lass uns hier alleine mit dem guten Ding. Oh, warte mal, war hier noch ein... Au. Nein, nicht verklicken. Au. Böse. Das ist genauso schlimm wie die Feststelltaste. Aus Versehen außerhalb des Bildschirms klicken. Ah, da ist er doch. Kuckuck. Feuer macht keinen Schaden. Oder habe ich mich gerade verguckt? Doch, Feuer macht richtig schön Schaden. Sauber. Jetzt ist wieder ruhig. Okay. Das heißt, ein letztes Mal noch den blauen Kristall antatschen. Jedenfalls für diese Folge. Dann gibt es einen kleinen Cut.
Und dann überlege ich mir, ob wir jetzt da unten weitermachen oder ob wir uns in der nächsten Folge vor der Fighter-Challenge wiedersehen. Weil das wäre schon schön, das zu machen. Und ich will nicht, dass das irgendeine neue Spielmechanik kommt und wir dann keine Möglichkeit haben, später zurückzukommen. Das wäre nicht so toll. Vor allem glaube ich, dass wenn man den Würfel einmal befreit hat und dann sich wegteleportiert in den unteren Bereich, um die Waffe zu holen, Revel zu bekämpfen, dass man dann nicht mehr nach oben kann. Also ja, wir sollten es entweder zwischen dieser und nächster oder irgendwann demnächst machen. Also wir haben noch hier gut zu tun, die ganze Ebene freiräumen und die untere Ebene freiräumen und die ganzen Teile finden. Aber danach spätestens ist die Weiter-Challenge dran. Na gut, ich speichere jetzt erstmal ab, damit ich nicht böse überrascht werde. Und wir sehen uns gleich wieder.